Ein ziemlich großes Nest, also könnte es doch sein. Das ist bestimmt wieder ein Rubin, oder? Ein roter Edelstein. Und das sind wieder Igel. Und da sind die Igel. Du, da rein. Edelsteine, wohin? Also, die könnten auch mal... Da... Oh, warum kann ich die nicht stapeln? Okay. Edelsteine... Oh, das ist ein anderer Edelstein. Das ist auch ein Rubin und das ist einfach nur ein Edelstein. Okay. Na, ein Knochen. Ganz aber auch ein Schwert. Schädel. Oh. Das sieht nicht mehr so urig aus. Aber ich würde eigentlich ganz gerne das Nest hier zu Ende erforschen. Um rauszufinden, ob hier noch weitere Spinnen sind. Weil wenn nicht, dann war das bestimmt die Spinne, die gesucht war. Dann könnten wir gleich zurück zu den grauen Goblins. Oh, so. Oh, ein Schild. Wir haben nicht mehr viel... Wow, oh. Garstiges Biest, das hat mich total erschrocken. So, Treffer. Treffer. So, die Augen sind jetzt gelb. Jetzt sind sie aus. Jetzt sind sie rot. Also wenn Gegner tot sind, sind sie rot. Das macht nicht so viel Sinn. Fackel und wir können nichts mehr tragen. Gut, also eine zweite Spinne. Das heißt, das wird nicht die Mutterspinne gewesen sein und die Mutterspinne wird irgendwie anders aussehen. Oh, was haben wir denn hier? Das da. Spikes. Wozu zur Hölle sind Spikes? Wir sollten ein bisschen aussortieren. Was? Ja, okay. Komm, weg damit. Weg. So. Wir hätten gerne Spikes, wofür auch immer. Ich hätte gerne mehr Stärke, damit wir mehr tragen können. Und wie alt bist du? Oh. Egal, jetzt gleich gegessen. So, das war Schleim. Den können wir, glaube ich, nicht mitnehmen. Und wollen wir auch nicht wirklich mitnehmen. Dö, 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 dö. So, hier kamen wir rein. Karte. Da ist noch so eine kleine Nische. Und da oben haben wir noch nicht geguckt. Ich glaube, ich mache erstmal kurz da oben. Weil wir so schnell da nicht wieder hinkommen, denke ich. So, also hier ist nichts. Wände abgehen, damit die Karte gut gezeichnet wird. Gucken, ob hier irgendwo was Besonderes ist. Aha. Genau. Ding. Oh. Sieht irgendwie gefährlich aus. Du bist... ein Dietrich. Du kommst auf jeden Fall mit. Wasser. Beim Springbrunnen. Was haben wir da? Die Plakette sagt. Oh. Müder Reisender. Nimm von diesen Wassern und fühle das. Fühl neues Leben durch deine Adern fließen. Trinken. Nein, kann man nicht so sprechen. Benutzen. Gar nichts. Siehe Fountain. Mund, Fountain. Benutzen, Fountain. Unsere Stärke wiederhergestellt. Also Lebenskraft, denke ich mal. Das ist doch... Oh, und Heilkräuter. Also Kräuter. Wirklich geheilt hatten sie, glaube ich, nicht. Stopp. Karte. Lebenswasser. Auch wenn es wahrscheinlich sich nicht lohnen würde, jedes Mal extra hier hinzulaufen. Das sieht aus wie der Fluss, wo wir schon öfters drin waren. Da ist nichts. Hm. Aber ist er das wirklich? Ja, scheint er zu sein. Aber hier war keine Verbindung. Nee, komm, dem folge ich mal zu Ende. Da bin ich jetzt gespannt, wo der hinführt.
Weil laut Karte führt der nicht zu dem anderen. Oh, hier geht's hoch. Und hier ist nichts. Steinwand, Steinwand, Steinwand. Nö. Nur ein kleiner Punkt, um sich zu erholen. Oder irgendwelche Sachen am Wasser wegzuhauen. Ganz schön lange. Oh, Abzweigung. Wir wollen. Wohin? Ja, mal rechts. Und ich höre eine Fledermaus oder sowas in der Richtung. Und hopp. Ah nee, ein Tentakelding. Oh. Warum kann ich nicht? So. Peaks. Kann schon. Kann ich ihn mal von hier treffen? Gucken wir schon weiter runter. Ich kann auch nicht weiter runter gucken. Er greift uns auf jeden Fall an. Auch wenn er uns noch keinen Schaden zugefügt hat. Das wird so irgendwie nichts. Die Augen von... Au! Ja komm, nee. Dich lassen wir mal einfach da in Ruhe. Du bist noch ein Dietrich? Nee, du bist ein Stock. Aber das sieht irgendwie so aus, wenn wir hier schon mal gewesen wären. Genau, hier sind die Goblins. Okay. Ja, nö, hier wollen wir nicht wirklich hin. Also zurück in das Wasser mit dem Tentakelding. Und diesmal nach Norden und rechts abbiegen. Also da lang. Zurück zu der Stelle, wo wir uns gerade entscheiden mussten. Und da dann rechts rum. Also hier. Das Ding ist direkt hinter uns, ne? Ich mache mal an, weil ich will weiter gucken können. Noch eine Abzweigung. Okay, diesmal nehmen wir links. Okay, links ist eine Sackgasse. Dann nehmen wir wohl rechts. Noch eine Abzweigung. Sieht mir wie ein Auffangbecken aus, als wenn man oben irgendwo rüberspringen könnte. Und wenn man den Sprung halt nicht schafft, landet man hier unten. Wo zur Hölle sind wir zwischen? Oh. Okay. Ja, jetzt sind wir definitiv wieder da, wo wir angefangen haben. Yeah. Nicht so schön. Ich will jetzt aber zurück. Nicht zum Lebenswasser. Wie komme ich am einfachsten wieder zurück? Okay, wir gehen jetzt nach Norden, folgen links dem Wasser bis zu dem Aufstieg. Gehen dann darum, hier wieder hoch. Gucken uns dann hier weiter um, weil die Karte noch nicht richtig gezeichnet wurde. Und dann da. Ja, klingt nach dem Plan. Okay. Ja, umdrehen. Hier müsste Norden sein. Genau. Nach Norden. Norden, Norden, Norden. Und dann Westen. Richtig? Richtig. Und jetzt auf der linken Seite die Mauer... Schön da lassen, wo sie ist. Dann müsste gleich auf der linken Seite ebenfalls der Aufstieg sein. Was für ein Gewusel. Und das ist erst die allererste Etage. Von Gott weiß wie vielen. Das kann auch richtig interessant werden. Vor allem, wenn es auch später schwieriger wird von den Gegnern und so weiter. Dass man dann zu den anderen Etagen vielleicht zurück muss, um sich da eine Weile auszuruhen oder Handel zu betreiben oder so. Das wäre auch richtig schick. So, jetzt sind wir bei dem Gob. Blindbereich. Genau, jetzt würden wir gerne... Das war grüne Goblins. Wir würden gerne... Da müssen wir auch noch weiter gucken. Nee, komm, wir gehen jetzt nach Nordosten und dann die Brücke nach Norden. Und dann gucke ich wieder auf die Karte. Also Nordosten... Hier lang. Genau, da müsste jetzt vor uns eine Brücke auftauchen und links von uns. Das ist die eine. Das ist die nach Norden. Die nach Norden nehmen wir. So. Da waren die grauen Goblins, glaube ich. Jo,
Und jetzt wollten wir hier nochmal aufdecken. Und dann zurück in dieses Höhlensystem, um zu gucken, ob da noch irgendwo irgendwas ist. Aber ich glaube, hier war nur dieser Untergang, der eingestürzt ist. Warum auch immer der nicht ordentlich eingezeichnet wird auf der Karte. War da gerade was? Eine Wand. Nö, war nix. Okay. Doch, jetzt ist einigermaßen eingezeichnet. Okay, jetzt wollen wir nach Westen. Und dann müsste das Höhlensystem da anfangen. Da. Da ist das Höhlensystem. Direkt hinter einer Tür, die man abschließen kann. Warum genau haben die Goblins dann ein Problem mit den Spinnen, wenn sie die Tür einfach zulassen können? Aber gut, lassen wir das. Hier hatten wir die Keule hingeschmissen. Und ein bisschen Krimskrams aufgehoben, ja. Hier ist nichts mehr. Okay, nach Südwesten müsste noch ein größerer Raum sein. Südwesten. Den gucken wir uns nochmal durch. Und sonst gehen wir zurück zu der Brücke. Und nehmen diesmal die Brücke nach Osten und nicht nach Norden. Nö, hier ist nichts. Okay. Oh, da hinten waren wir noch gar nicht drüber. Okay. Westen. So. Genau, die Brücke. Oh, ich höre was. Oh, du bist eine rote Spinne. Du bist bestimmt die Mama-Spinne. Komm her, Mama-Spinne. Treffer. Treffer. So, die Augen sind gelb. Oh, sind vergiftet. War das ein Treffer? Wenn ja, war es kein guter. Oh, Treffer bei uns. Aber wir haben ja ein Gegengift, das passt schon. Komm schon. Oh. Ich hätte echt gern Zugang zu dem Ankh, damit wir unser Level endlich mal benutzen können. So. Grüner Trank. Alkohol. Wir sind vergiftet. Also dürfte es nichts ausmachen, wenn wir jetzt noch ein Gift trinken. Und der Trank macht gar nichts. Jedenfalls nichts mit dem Gift. Und wir haben keine leere Flasche wieder bekommen. Das finde ich jetzt nicht so schön. Ja, Vitality ist 24 von 47. Schlafen? Ich weiß ja nicht, ob wir überhaupt noch aufwachen. Immer noch 24. Okay, ein Kraut esse ich jetzt mal. Wir sind immer noch bei 24. Also ja, die Kräuter heilen definitiv nicht. Die sind wahrscheinlich nur für Tränke da. Da war nix. Hier ist nichts. Du bist alle? Nee. Ist hier vielleicht ganz zufällig ein Gegengift? Nee, was ist das da? Oh, eine Lederweste. Ist zu schwer. Weg. So, sehr schick. Hier sind bei 20. Also jeder Gift-Tick zieht 4 ab. Frage ist nur, wie lange das tickt. Was ist das? Starker Faden. Okay. Für einen Bogen vielleicht? Ein Spinnenseidenbogen. Wäre auch interessant. 20. Was für Wasser ist hier? Zu was gehört das? Gehört so hier. Wir laufen einfach mal zum Lebenswasser. So viel dazu, dass wir da nie hinlaufen werden. Ist das die richtige Richtung? Nein, ist es nicht. Wir müssen nach Norden. Und 17. Oh, das Gift wird schwächer. Sonst hat sie immer einen 4er-Tick gemacht, jetzt war es nur ein 3er. Aber trotzdem sollten wir auf jeden Fall uns heilen lassen. Und hoffen, dass unterwegs nicht irgend so ein Tentakel-Ding lauert. Oder wir ertrinken. Hier.
benutzen. Fontäne. Es heilt uns, aber es heilt kein Gift. Boah, okay. Hier war auch keine andere Möglichkeit mehr. Na gut, dann nutze ich mal die Gelegenheit und speichere. Und dann werden wir versuchen hier zu schlafen. Und wenn wir dann aufwachen und nur halbe Leben oder so haben, dann trinken wir einfach neu und dann ist gut. Ich hoffe mal, dass das Schlafen das Gift mit der Zeit vergehen lässt. Ob wir dann Schaden nehmen oder nicht, müssen wir gucken. Aber ja, erstmal ein kleiner Cut und wir sehen uns gleich wieder.